Es gibt kaum eine positive Eigenschaft, die dem Vitamin D bis anhin nicht zugeschrieben wurde. Stärkung von Knochen und den Zähnen, eine verbesserte Muskelfunktion, eine gesunde Darmflora, Stärkung der mentalen Gesundheit, Schutz der Blutgefäße. Ist es denn wirklich so, dass Vitamin D für und gegen alles nützt? Und wenn ja, wäre es dann nicht sinnvoll, wenn jeder dieses Wunder Vitamin D noch zusätzlich einnimmt? Mein Name ist Dr. Jutta Rose, ich bin Fachärztin für Innere Medizin aus der Sanacare-Praxis und wir widmen uns heute dem Thema Vitamin D. Vitamin D ist eigentlich streng genommen gar kein Vitamin, sondern ein Hormon. Es wird in geringen Mengen über die Nahrung aufgenommen, aber vornehmlich durch Sonneneinstrahlung in der Haut produziert. 10 Minuten Sonneneinstrahlung am Tag sind notwendig, um die tägliche Vitamin D-Produktion zu garantieren. Das Vitamin D wird dann in Leber und Niere aktiviert, hat dann einen Einfluss auf den Kalziumhaushalt und sorgt für die Mineralisierung des Knochens. Von einem Vitamin D-Mangel betroffen sind vor allem ältere Menschen, die sich weniger an der frischen Luft aufhalten. Sie produzieren per se weniger Vitamin D und nehmen auch über die Nahrung weniger Vitamin D zu sich. Dann gibt es noch weitere Bevölkerungsgruppen, die vermehrt unter einem Vitamin D-Mangel leiden. Das sind beispielsweise übergewichtige Menschen, Menschen mit Nebenschilddrüsenerkrankungen, Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Menschen mit starker Hautpigmentierung oder solche, die vermehrt und sehr hohen Sonnenschutz verwenden oder ihre Haut komplett verdecken. Die Mehrzahl der Patienten mit einem leichten Vitamin D-Mangel sind asymptomatisch. Erst wenn der Vitamin D-Mangel ausgeprägt und lang enthalten ist, kommt es in der Regel zu Symptomen. Denn durch das verminderte Vitamin D kommt es zu einer verminderten Aufnahme von Kalzium über den Darm und der Knochen wird abgebaut. Die Folge sind Knochenschmerzen und unter anderem Knochenbrüche. Das Vitamin D kann grundsätzlich durch eine Blutentnahme bestimmt werden, wobei der optimale Blutwert für ein gesundes Skelett sehr umstritten ist. Deswegen führt man bei gesunden Erwachsenen keine Blutentnahme durch. Nur bei Menschen, die einer der Risikogruppen zugehören, bestimmt man das Vitamin D im Blut, kann so den Mangel abschätzen und therapiert entsprechend mit Tropfen oder Tabletten. Zur Prophylaxe lässt sich sagen, dass Kinder bis zum 3. Lebensjahr täglich Vitamin D-Tropfen einnehmen sollten. Im Alter zwischen 3 und 60 Jahren liegt der Vitamin D-Bedarf etwa bei 600 Einheiten. Und der wird im Sommer durch die Sonneneinstrahlung ausreichend abgedeckt. Im Winter ist es schwierig, alleine durch die Nahrung auf diese 600 Einheiten zu kommen. Deswegen kann es sinnvoll sein, in Rücksprache mit dem Arzt Vitamin D über die Wintermonate zu substituieren. Wichtig ist aber auch dort, dass man das Nutzen-Risiko-Verhältnis abwägt. Menschen über 60 Jahren haben einen erhöhten Vitamin D-Bedarf von ca. 800 Einheiten. Hier kann es auch sinnvoll sein, Vitamin D prophylaktisch einzunehmen, aber auch hier unbedingt in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Interessant zu wissen ist, dass 800 Einheiten Vitamin D das Sturz- und Frakturrisiko um 30% reduzieren. Zusammenfassend kann man sagen, dass die positive Wirkung von Vitamin D auf das Immunsystem, auf die Blutgefäße, auf die mentale Gesundheit nicht durch hochwertige Studien nachgewiesen werden konnte. Einzig die Wirkung auf den Knochen und die Muskulatur ist nachgewiesen. Wichtig ist mir, dass Vitamin D ein Medikament ist, wie alle anderen auch. Das heißt, es hat seine Nebenwirkungen und es kann sogar zur Vergiftung führen. Deswegen unbedingt nur in Rücksprache mit dem Arzt anwenden. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns einen Kommentar.